Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 4. März 2021. Und unser DAX hat am Vortag nochmal seine Raketenstartbox überprüft gehabt, um sicherzustellen, dass der Raketenstart auch, wie soll ich sagen, dass er erfolgreich abläuft. Und wie soll man sagen? Der hat so ein bisschen Dreck in der Fresse jetzt, ja. Also definitiv ein Tag der Emotionen vom einen Extrem direkt in die andere Richtung. Er hat voll eine geschmiert bekommen, der Gute. Oben ans Doppeltop, nicht ans Doppeltop, ans Allzeithoch ran, Doppeltop gestellt und zurück auf den Channel. Insofern ist, also wenn wir zurückerinnern, wir haben gesagt, hier haben die Seminarteilnehmer Analyse besprochen, haben gesagt, wenn über 8,50 geht er oben an den Kanal, macht er unten ran, dann springt er hier einmal ein bisschen unsauber an der Kante runter, springt nochmal zurück und macht den Abgang. Wenn er vorzeitig oben natürlich rausgeht, sollte er auch hier schon 2,50 und mehr erreichen können. Wenn ich das jetzt mal so ganz neutral betrachte und wirklich nur den DAX für sich nehme, hat er einen Ausbruch probiert, hat den direkt wieder zurückgenommen, hat aber eigentlich noch keine Verkaufssignale gesetzt, weil, wenn wir uns zurückerinnern an den gestrigen Handelstag, da standen wir ca. 10 Punkte höher als heute, als wir diese Analyse eingesprochen haben und haben gesagt, diese Position, auf der er steht, die ist prädestiniert für einen Aufwärtsgap, um es oben raus zu probieren. Jetzt stehen wir an der genau gleichen Position, nur 10 Punkte tiefer. Das heißt, ich kann aus technischer Sicht ihr gar nicht groß sagen, Katastrophe. Weil letztendlich ist es eigentlich nur ein verpuffter Ausbruch oben. Aber er hat jetzt noch keine Verkaufssignale gesetzt. Das heißt, er muss am Donnerstag halt auch unten jetzt noch ein bisschen was wegbrechen. Das reicht nicht. Der steht halt noch genau auf der gleichen Supportzone, die auch zum gestrigen Tag, quasi zum Mittwoch schon Supportzone war. Und hätte auch durchaus hier nochmal eine Option, so die 900 anzuditschen. 960 ist eine gute Unterstützung, aber wenn ich das so sehe, ganz ehrlich, dann wie gestern eigentlich halt, ne? Auch wenn er sich doll runtergedreht hat und auch klar, wenn das hier oben den ein oder anderen mega angepisst hat und auch wenn gestern schon keiner hören wollte, dass ich gesagt habe, dass er oben rausgeht und auch früh alle gesagt haben, nee und so weiter und so fort. Ich denke, hier sind... Muss ich wirklich aufpassen halten. Es geht nicht darum, dass der eine oder andere recht hat. Und es geht auch nicht darum, dass ich den Markt unbedingt oben raus haben will. Will ich gar nicht. Ich hätte ihn sogar ganz gerne unten bei 8000 nochmal stehen, wenn es nach mir ginge. Ja, sondern es geht einfach nur darum, wie bewerten wir das, was hier passiert. Es ist auf jeden Fall oben ein Doppeltop entstanden. Es ist auf jeden Fall, kann man so sagen, ein Fehlausbruch gewesen. Aber das ist nicht der erste in den letzten Tagen. Was wir aber gesehen haben, war ein Aufwärtsgap, was richtig gut angelaufen ist. Was auch richtig gut verteidigt wurde. Haben halt die Amerikaner hinten raus ein bisschen Probleme gemacht. Und Probleme auch gehabt halt. Ne? Wenn ich mir Nasdaq angucke, der steht hier mit wie viel Prozent? Minus 2,8. Also der hat schon ordentlich was weggetreten. Dann gibt es einzelne Titel im Nasdaq, die haben halt auch richtig auf den Mund bekommen, eine gehauen, ja. Insofern, jetzt nicht ganz so unverständlich, dass der DAX sich hinten raus halt schwer getan hat, aber wenn wir gucken, wo er steht, steht er halt trotzdem 10 Punkte unterm gestrigen Tageslos. Gut, 15. Aber das ist jetzt nicht so eine schlechte Ausgangslage, wenn er sich zum Vormittag Mühe gibt und die Amerikaner am Nachmittag nur zur Seite laufen. Die müssen ja nicht mal steigen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der das nochmal nach oben probiert. Und nochmal nach oben probiert heißt nochmal ran an die 1,40, nochmal ran an die 1,80. Das sollte man zum Donnerstag auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Insbesondere, wenn er über die Nacht ruhig bleibt. Wenn er zum Nacht Panik kriegt und uns hier per Abwärtsgap vielleicht unter 69 reinrutscht, dann würde ich sagen, ran an die 900 und gegebenenfalls auch hier rein in die 87. Ich würde deswegen hier so einen kleinen... Wie wollen wir es denn machen? Wartet mal, da muss ich kurz pausieren. Ich zeichne ein bisschen rum, überlege mir mal, wie man das hier passend gemacht kriegt. Weil ich finde, die 900 ist mega markant jetzt hier auch mit dem unteren Band. Wir haben da unten dieses Gap. Ich male mal kurz, wie ich mir das vorstellen könnte. Und dann sprechen wir gleich noch... So, also ich würde das mal so machen. Weil grundsätzlich, ja, das ist,
Das ist nicht stark gewesen, das Aufwärtscap weg und vor allen Dingen diesen schönen Anflug an die 180 weg. Aber was das halt, darf halt auch nicht vergessen, die 180 ist halt auch eine knackige Zone oben gewesen. Das ist eine Widerstandszone gewesen. Das ist ja auch ein Ziel gewesen. Ne? Also die 180 war das Ziel dieser Bewegung hier. Das war bis 180 angesetzt. 180, 210, das war unser Ziel gewesen. Das hat er geschafft. Also er hat von einem Ziel jetzt quasi nochmal zurück auf den Channel zurückgearbeitet, aus dem er vorher ausgebrochen ist. Das heißt, er hat einen Pullback gemacht. Also so rein technisch, es ist jetzt keine Katastrophe, auch wenn die Amerikaner brutal schwach aussehen und der DAX natürlich dem einen oder anderen richtig, richtig eine ins Gesicht geklatscht hat halt, ne? Aber so rein technisch ist es jetzt erstmal nur ein Pullback und es ist erstmal nur ein Rücklauf, der natürlich in dem Moment, wo der DAX jetzt hier eine grüne Kerze dahinter stellt, dann auch wieder Potenzial nach oben kriegt. Das heißt, er hat hier schon eine recht kräftige Stehen vom mittleren Band weg, wenn er jetzt zur Eröffnung, ich sag mal so ich sag mal, oberhalb von 14.000 eröffnet. Ja? Oberhalb von 14.000 eröffnet und sich dann hier gut bis, ich sag mal, 8, nee, nicht bis 8 Uhr, bis 9, bis 10 Uhr wieder über eine 14.40 drüber gerettet kriegt per Stundenschluss. Ich glaube, dann geht er hier wieder hoch. Ich glaube, dann geht er wieder hoch an die 1.40, 1.60 und dann macht er hier zur Seite am Abend raus. Und dann kommt der Freitag. Und dann setzt der Freitag dann noch ein Topping drauf. Und deswegen sollte man hier noch nicht zu früh schon feiern, dass er jetzt ausgekontert wurde halt, weil da fehlt noch was. Mir fehlt hier noch speziell auch das Aufgeben dieser Rücklaufbereich. Es ist ja letztendlich erstmal nur ein Rücklaufbereich halt, ne? Ich hätte persönlich erwartet, dass er in dem Bereich hier sehr, 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 sehr gut nach oben dreht. Ne, haben wir auch eine Elisa Long platziert rein, die hat direkt durchgetreten. Ne, 14.100, 14.85, die hätte uns direkt kaputt gemacht. Aber das war ein Bereich, von dem hätte ich mir eine Reaktion gut vorstellen können. Das war der erste Channel und jetzt ist aber auf dem zweiten aufgesetzt. Das ist der hier, den wir quasi mit dem Seminar dann noch mit reingesetzt haben. Und deswegen, ich weiß nicht, was kommt. Ich habe ja keine Glaskugel. Und grundsätzlich ist es mir egal und es muss mir auch egal sein, was hier passiert. Ich freue mich für jeden, der Punkte rauskriegt, oben wie unten. Ich habe keine, ne, also ihr müsst immer verstehen, ich habe nichts davon, wenn der steigt oder fällt. Ich kann mich auch nicht hinsetzen und kann sagen, oh, Martin, Mensch, du hast die geilste Analyse der Welt gemacht, ne? Weil das bringt mir nichts. Wichtig ist, dass der sich dann in der Bewegung gut verhält, weil dann lässt er sich schön traden. Für mich und auch für euch halt. Ne? Also, das heißt, wir sitzen irgendwo alle im gleichen Boot. Und ich persönlich würde jetzt einfach so rangehen, dass ich sage, wenn der über 14.000, ja, so, also, nee, schon. Ich würde sagen, wenn der über 14.000 reinkommt und sich hier über 14.40 in den ersten 1, 2 Stunden gehalten kriegt, so wie wir das die ganzen letzten Tage auch immer gemacht haben, haben wir auch so geguckt, das hat ganz gut geklappt, ne? Dass man sagen, wenn man der ersten 1, 2 Stunden, spätestens um 10, die 14.50 gehalten kriegt per Stundenschluss, dann glaube ich, dass wir die 14.140, 14.180 nochmal sehen. Zum Donnerstag bin ich mir sogar relativ sicher, ja. Weil das passt einfach gut auf die Situation. Und dann macht er oben zur Seite und am Freitag die 2.50. Und dann kommt die noch. Na, also das heißt noch nicht zu sehr oben abschreiben auf der Long-Seite. Auch wenn es überraschend kam, dass es so doll zurückgeschreckt ist und auch wenn es definitiv kein Zeichen von Marktdominanz und Stärke ist. Aber für Schwächer, Freunde, hätte er von hier mal 200 Punkte nach unten machen müssen. Und nicht 200 hoch und dann wieder 200 runter. Ne? Also die Stärke nur wieder zurückzunehmen, ist jetzt nicht brachiale Schwäche. Ja, das ist, wenn die Stärke, wir haben das die ganzen Tage immer wieder gesehen. Immer schon wieder Schwäche reinkommen, immer wieder raus. Immer wieder Schwäche. Es geht auch darum, den anderen wegzudrücken. Und dafür muss er tiefer. Dafür muss er tiefer. Dafür muss er nochmal unter das Tief drunter. Und ich würde so sagen, den Rücklaufbereich hier um 13,69, 13,59, der muss weg. Wenn er den wegkriegt, dann sieht er die 900. Die sieht ganz gut aus. Hier, die sieht ganz interessant aus. Die reagiert bestimmt schön. Von dort könnte ich mir nochmal eine Reaktion vorstellen. Von unten an die 69 oder auch die 89 von unten dran. Und dann könnte er schon Richtung Gap Close fallen hier. Und der liegt bei 7,85. Ja, so, das wäre so mein negatives Szenario. Wäre für mich auch in Ordnung. Würde ich mich auch nicht ärgern, wenn das kommt, weil ich glaube, das lässt sich sogar schön traden. Ich kann mir vorstellen, dass man die 900 gut getradet bekommt und ich kann mir auch vorstellen, dass man diesen Rücklauf gut getradet bekommt. Ne, dass wenn er dann nochmal schön wegdreht, dass man dann was reinsetzen kann. Aber wenn ich den jetzt so angucke und gucke, was wir gestern gesagt haben, da stand wie an der Stelle von oben ganz leicht mit einer roten Abschlusskerze auf den Trend gestellt und haben gesagt, naja, könnte da ordentlich Aufwärtskipp kommen und dann schiebt er sich nochmal hier oben rein an die 14.180 und das kann auch schnell gehen. Muss ich jetzt hier eigentlich auch sagen. Also für mich sieht das aus, wie es kommt hier jetzt eine grüne Kerze hinterher, die an 14.50 rangeht und dass er dann probiert, die 14.140, 14.180 nochmal anzurupfen. Ja? So, das soweit meine Vorbereitung für die Oberseite.
Na, das heißt, ich würde tatsächlich, auch wenn ich einen Long aufbauen würde, würde ich den hier tatsächlich mindestens teilverkaufen, weil ich glaube schon, dass er von hier nochmal, dass er hier rumstänkern kann, halt, ne, in dem Bereich. Und ja, aber mich würde das nicht wundern, wenn wir hier jetzt nochmal was Grünes hinterhergeschoben kriegen. Und ansonsten natürlich gerne auch unten, ne? Also darf er machen, aber da will ich noch ein bisschen was sehen. Das reicht mir nicht, das einfach bloß ein Pullback von oben auf den Channel zu machen. Das reicht mir nicht, um den richtig unten raus anzuzählen. Und von daher kriegt er noch mal eine Chance auf der Oberseite, am Vormittag ohne die Amerikaner. Und dann muss ich mal zeigen halt, ne? Und wenn, ich glaube, wenn die am Nachmittag einfach nur stabil, die müssen nicht steigen, die müssen nicht hochballern. Das hat er ganz gut gezeigt, dass es alleine hinkriegt, sich hier hochzukämpfen. Ne? Der Nasdaq hängt am unteren Tagesband, der DAX hat ein neues Allzeithoch gesetzt. Also, der kann das, der kann das. Und der kann das auch stehen. Aber es ist halt schwierig, wenn die massiv Druck auf die Leitung kriegen, dann halt ein Aufwärtskip zu verteidigen, ist halt dann recht anstrengend halt. Ne? Das muss er besser vorbereiten, dann muss er sich stabiler reinstellen und eine schöne Range vorher aufbauen. Und dann kriegt er sowas auch verteidigt. Dann kann er den Nasdaq auch noch weiter runterfallen lassen und die Schere wieder ein bisschen größer lassen. Die waren ja schon wieder fast nah aneinander ran. Jetzt sind schon wieder fast 1400 Punkte dazwischen. Ja. Aber gut, Freunde. Also, wie gesagt, das ist mein neutraler Blick jetzt auf den Chart, auch wenn ich mich einfach auch nochmal an die gestrige Situation zurückerinnere, das ist letztendlich genau die gleiche gewesen, dann auch ein bisschen höher, haben nochmal zurückgesetzt. Jetzt letztendlich auch, er hat mit der grünen Kerze schon gezeigt, dass er den zur Kenntnis genommen hat, den Channel, dass er das mittlere Band zur Kenntnis genommen hat. Er hat auch mit dem Tagesschluss nochmal gezeigt, dass er das zur Kenntnis genommen hat, weil sonst wäre er nicht punktgenau hier drauf gelandet. Und wenn da jetzt was Grünes hinterherkommt, Chance auf. Tagesschart können wir noch gucken. Da war jetzt am oberen Bandrand gewesen, halt, ne, hat das einmal hier angetippt, ist jetzt aber auch über mittleren Bollinger Band wieder, hat das jetzt auch angetippt, unten etwa so auf Tagestief. Das heißt, wir stehen über dem mittleren Bollinger Band. Wir haben steigende Bänder, wir haben steigende SMA. Und ne, klar nimmt die Kerze jetzt erstmal wieder ein bisschen Stress raus. Wieder eine rote Tageskerze. In dem Moment, wo wir über die 14.100 gehen, jetzt schon die 1, 2, 3, 4, fünfte Kerze hier über 14.100. Ich glaube, wenn da mal eine grüne Kerze kommt, über die 14.100 mit Tagesschluss, und das könnte der Donnerstag werden, wenn er sich Mühe gibt, ich glaube, dann kriegt man auch bald unser Aufwärtscap, was mal nicht abverkauft wurde. Ne? Da haben wir gestern auch wieder drüber gesprochen. Irgendwann macht er das. Umso länger die Zeit spielt, dann für den halt. Ne? Wenn die Verkäufer das nicht hinkriegen, den unten raus wegzuschießen, wenn die das nicht hinkriegen, den irgendwann unten raus wegzuschießen, dann macht er irgendwann sein Aufwärtsgap, was er dann offen lässt. Und dann rennt er durch. Und dann wahrscheinlich sogar eine ganze Ecke mehr, wie die meisten jetzt gerade so erwarten, denken und kommen sehen. Das ist zumindest oft dann so im DAX. Ja, braucht bloß immer am Ausbruch ein bisschen. Brauche aus seiner Range immer ein bisschen. Das kennen wir von ihm, das ist normal. Aber finde ich nicht schön, was er gemacht hat zum Donnerstag. Also sehr überraschend für viele, hat viele rausgehauen, uns ja auch letztendlich. Na? Und aber technisch jetzt noch kein Super-GAU. Also es ist nicht, man kann es noch nicht als absolutes Versagen werten. Es ist jetzt erstmal ein kleines Doppeltop, was drinsteht, aber dafür verteidigt er mir hier noch zu viel. Den will ich jetzt wieder im Channel sehen, ne? Und dann darf er gerne bis in den Gap Close rein, aber da will ich noch ein bisschen was sehen. Das ist mir noch zu von der Chartlage her, wenn wir rein nach Definition gehen, wie wir den Markt bewerten müssen, ist es noch mit Optionen oberhalb versehen halt. Ne? Auch wenn das viele von euch die letzten Tage schon immer nicht hören wollten, aber ich kann es nicht ändern halt. Ne? Ich kann nichts daran ändern, dass die den immer wieder hochkaufen und immer wieder rausschieben. Und irgendwann lassen die das Gap einfach offen stehen und drücken den und schieben den raus halt. Ne? Gut, Freunde, insofern. Seid noch ein bisschen wachsam, auch auf der Oberseite. Nicht zu shortig denken jetzt. Ja, schön drauf gucken, dass er bestätigt unten raus und dass er auch weiter liefert. Nicht bloß zurücknimmt, einen Kursgewinn. Das reicht nicht. Da muss mehr kommen. Da muss mehr kommen. Das muss mehr kommen. Das reicht noch nicht. Das ist eine gute Ansage, aber das einfach beide Optionen hier noch zu offen. Und ihr seht es, das sitzt genau noch hier auf dem Punkt. Oder Fall nach oben ging halt, ne? Also. Gut, also ich glaube, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus will. Ich habe es, glaube ich, alles auch vier, fünf Mal wieder betont. Und bleibt mir nur zu sagen, guckt, wie er reinkommt. Ich glaube, die ersten 2 Stunden kann man schon ganz, ganz, ganz guten Eindruck davon bekommen, wie der zum Donnerstag laufen wird. Und
Ich werde den oben noch nicht abschreiben. Ich persönlich. Zumindest so, wie er jetzt steht. Das kann ich morgen früh, kann es sein, dass ich das schon anders sehe, wenn er eine schwache Eröffnung zum Beispiel reinbringt. Aber so, wie das jetzt steht, finde ich das nicht so schlecht. Finde ich nicht. Finde ich nicht. Gut, Freunde. Also, Video aus. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschö.